Komm, jetzt ins Fernsehen. Stefan! Stefan! Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Schwungvoll. Ja, und ihr seht ganz richtig, ich vergleiche heute das Model Y mit dem Volvo C40 Recharge. Das ist der neue Stromer aus dem Hause Volvo und die beiden Fahrzeuge lassen sich durchaus miteinander vergleichen. Denn beim Preis, bei den Leistungsdaten, bei der Reichweite, da haben sie viele Gemeinsamkeiten. Und wo die Unterschiede sind, da gehen wir jetzt drauf ein. So, kommen wir mal zu den technischen Daten. Ich habe von den Gemeinsamkeiten gesprochen. Preislich liegen beide Fahrzeuge ungefähr 60.000 Euro. Der Volvo liegt etwas über 60.000, das Model Y liegt etwas unter 60.000. Beide Fahrzeuge liegen leistungstechnisch auf einer Höhe, 408 PS beim Volvo C40, 441 PS beim Model Y. Das sorgt dafür, dass der Volvo in 4,7 Sekunden auf 100 ist, das Model Y in der Standardausführung bei 5 Sekunden liegt. Ja, ihr könnt für 1,8 einen Boost dazu kaufen, dann ist er 4,4 Sekunden auf 100. Na, wer von euch hat Hasi erkannt? Es handelt sich hier natürlich um das Model Y von Generation E. Ich verlinke seinen Kanal immer hier oben. Schaut einfach mal rein und lasst ihm ein Abo da. So, kommen wir mal eben zu den WLTP-Daten, also die Reichweite der beiden Fahrzeuge. Mit dem 75 Kilowattstunden Akku kommt das Model Y 533 Kilometer weit. Der Volvo C40 liegt nach WLTP bei 440 Kilometer. Das heißt, auf dem Papier kommt das Model Y fast 100 Kilometer weiter, obwohl die Akkugröße die gleiche ist. Während das Model Y mit über 200 km/h auf der Autobahn bewegt werden kann, macht es Volvo so wie bei den Verbrennern auch. Hier ist alles abgeregelt bei 180 km/h. Kommen wir mal zur Ladeleistung. Geladen wird natürlich der C40 wie auch alle anderen Fahrzeuge aktuell nach dem Standard CCS Typ 2 und Gleichstrom unten. Von 10 auf 80% lädt der Volvo C40 übrigens mit 150 kW im Peak 37 Minuten. Das Model Y hat eine deutlich höhere Peakleistung, die liegt bei 250 kW. Das reicht, um den Akku von derselben Größe in 30 Minuten von 10 auf 80% vollladen zu können. Da das Model Y nach WLTP, muss man immer sagen, 4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer weniger verbraucht, müsst ihr mit dem Fahrzeug aber doch seltener an die Ladesäule wie mit dem C40. So, kommen wir mal zum Kofferraum des Volvo C40. Typisch für ein Coupé ist natürlich, dass er eine Hutablage hat, weil er direkt in den Innenraum geht. 413 Liter nutzbaren Kofferraum hat man hier. Doppelter Ladeboden für allen möglichen Gerümpel, Ladekabel und so weiter natürlich auch. Und in Summe mit den umklappbaren Rücksitzbänken sehr, sehr gut nutzbar. Beim Thema Kofferraum, da macht dem Model Y erstmal keiner was vor. 854 Liter nutzbares Volumen. Hier, meine Füße, ihr seht das, stehen in der unteren Wanne, die noch mit einer Abdeckung getrennt werden kann. Einzig allein kann man sagen, und ja, es gibt den After-Sales-Market, aber serienmäßig hat das Model Y keine Trennrollo oder eine Kofferraumablage hier. Und das kann im Innenraum schon dafür sorgen, dass Geräusche eben deutlich mehr an die Passagiere drängen, als es vielleicht bei dem Volvo C40 der Fall ist. Und auch beim Thema Frunk, also dem vorderen Kofferraum, hat der Tesla mit 117 Liter Volumen hier sehr viel Platz für Ladeequipment etc. pp. Aber, und das muss man dem Volvo jetzt zugutehalten, ist er einer der wenigen Fahrzeuge, die ebenfalls einen Frunk haben. 31 Liter nutzbare Größe und da passen auch jede Menge Ladekabel zum Beispiel rein. Und
Was ist das denn hier? Oh. Ist denn das? Das ist mein Juice Booster. Okay, okay. So, jetzt gucken wir uns mal den Innenraum an. Erstmal hier auf der Fahrerposition. Ich bin mit 1,75 der Durchschnitt, nachdem Autos gebaut werden. Im Vorderbereich hat sich gegenüber dem XC40 aber auch mal gar nichts geändert. Man kennt alles, wie es ist. Absolut hochwertige Verarbeitung, schöne Materialien und man muss ganz ehrlich sagen, Android Automotive ist ein super flüssiges System. CarPlay wird es später im Jahr auch noch geben. Und da gibt es absolut nichts zu mäkeln, aber es ist ein Coupé. Und wie das jetzt hinten aussieht, das gucken wir uns jetzt mal an. So, kommen wir mal auf die hinteren Sitzplätze zu sprechen. Und habt ihr es gerade vielleicht gehört? Ein sehr sattes Türgeräusch. Eher für Coupés untypisch, hat Volvo nämlich hier Türen mit Rahmen und nicht, wie es bei Coupés oft so der Fall ist, rahmenlose Türen. Sorgt natürlich auch für eine bessere Geräuschdämmung und eben für ein sehr sattes Türschließgeräusch. Aber wir wollen über das Sitzangebot sprechen und das ist durchaus ausreichend, nee, ich möchte fast sagen gut, wenn man 1,75 ist, ganz klar. Hinten im Kopfbereich wird es tatsächlich ein bisschen enger. Wenn ich mich hier anlehne, habe ich über mir noch 2-3 cm Luft, aber es ist absolut ausreichend und ich könnte auch auf dem hinteren Sitzplatz Reisen machen. Was jetzt noch auffällt, der Kardantunnel. Der Volvo läuft noch als XC40 als Hybrid unter anderem und dafür benötigt er einen Kardantunnel. In der nächsten Plattformgeneration, die dann rein elektrisch sein wird, wird auf einen Kardantunnel dann verzichtet werden. Aber bis es soweit ist, dauert es noch ein paar Jahre. Aber wer mit dem C40 liebäugelt, und das ist jetzt anders bei Volvo, den wird es nämlich nur rein elektrisch geben, nicht als Hybrid. Dass auf der Rücksitzbank hinten genug Platz ist für einen Menschen mit 1,75 wie ich, das hat man gesehen. Mit 1,86 kann das Ganze aber schon ganz anders aussehen. Wer spricht da eigentlich? So, bei Tesla, habe ich es eben schon erwähnt, sind die Türen rahmenlos, ne? So wie es sich bei einem Coupé eigentlich auch gehört. Öffnungswinkel scheint auch ein bisschen größer zu sein. Das Einsteigen hier fällt leicht. Und was beim Tesla echt deutlich auffällt, sind natürlich diese Höhlen, wo man die Füße richtig drinne versenken kann. Und auch vom Scheitel oben habe ich deutlich mehr Luft noch als im C40. In Summe sitzt es sich in dem Tesla aber quasi auf der Rückbank nahezu genauso gemütlich wie eben im C40 bei mir. 1,75. So, also was hier gleich auffällt ist, die Höhle da unten, wo meine Füße drinnen verschwinden, die sind richtig groß und da habe ich jede Menge Platz. Auch jetzt Sitzauflage etwas kürzer als es im Volvo ist, aber ich sitze gemütlich. Und auch über dem Kopf habe ich deutlich mehr Luft über dem Scheitel. Das sind hier eigentlich das Doppelte von dem, was ich vom Volvo gerade eben erlebt habe. Und in Summe kann man auch im Tesla Model Y hinten sehr, sehr gut mitreisen. So, also das Model Y hat den deutlich größeren Innenraum. Das generiert es aber auch auf Basis von 5 cm mehr Breite gegenüber dem Volvo C40 und auf Basis von 30 cm mehr Länge gegenüber dem Volvo C40. Und da muss man mal ehrlich sein, nicht jeder möchte ein so großes Auto haben. Und beim Volvo mit den kompakten Ausmaßen ist es in der Stadt durchaus komfortabel zu fahren. Was mir jetzt am Volvo C40 Recharge Pure Electric gefällt, das ist das, dass man mit dem Volvo alles das eigentlich bekommt, was man von Volvo gewohnt ist. Eine hohe Materialanmutung im Innenraum und ein hammermäßigen Fahrkomfort. Das Fahrzeug ist auf der Autobahn super bequem, super leise und auch in der Stadt sehr, sehr gut zu fahren. In Summe muss ich sagen, auch die sportliche Linie gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Nicht jeder möchte ein klassisches SUV fahren und es hat auch seine Vorteile, denn der Verbrauch ist gegenüber dem standardmäßigen XC40 tatsächlich noch etwas geringer. So, Fazit also, ein super schönes Auto, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut und im nächsten Jahr gibt es den dann auch mit dem kleinen Motor. Das Video mit dem XC40, das verlinke ich euch, das habe ich auch abgefilmt und wenn euch das Ganze jetzt hier gefallen hat, dann gebt mir den Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, würde mich freuen und dann sehen wir uns demnächst wieder hier. Ciao. Übrigens, und wer jetzt glaubt, der Volvo C40 sei ein Tesla-Killer und dieser Vergleich sollte dazu dienen, der sieht sich geschnitten. Denn beide Fahrzeuge haben ihre Vorteile und das ist auch gut so und spricht eine völlig eigenständige Nutzergruppe an.
Mach doch hier einfach einen Cut. Dann soll Dennis hier ein bisschen B-Roll drüber blenden und das schneiden. Genau, genau. Gut nutzbar, natürlich mit einem Kofferraum-Trenn-Scheiße. Nochmal. So, jetzt kommen wir uns mal. Jetzt wird es unter anderem zum Beispiel auch YouTube geben, dass man in der Ladeweile dann eben auch YouTube-Videos gucken kann. Schuhanzieher und Oliven. Nur nach WLTP-Daten gehen. Machen wir nochmal, Dennis, weil ich habe gerade echt einen Frosch im Hals gehabt. Scheiße erzählt. Kacke. Scheiße. Fuck, Alter. Scheiße. Und wir machen das nochmal. Geschnitten. Ich will den Druck nicht erhöhen, aber passt es jetzt? Oh. Stefan hat den ganzen Satz rausgekriegt. Mach du mal.